Wir kommen jetzt zum Unternehmen Chrysal, repräsentiert durch die Firma Braun. Die nehmen die Pflanzenpflege sehr ernst und Herr Birkel stellt uns das Unternehmen und die Produkte vor. Guten Tag, Herr Birkel. Hallo, Herr Flüttert, ich grüße Sie. Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, wir waren ja, Sie waren ja schon mal im Gotten und ich freue mich, dass Sie hier die Zeit finden, uns Ihre neuen Produkte und Ihren tollen Stand zu zeigen. Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, Sie hier bei der Braun GmbH begrüßen zu dürfen. Die Braun GmbH ist seit mittlerweile über 50 Jahren Fachhandelspartner. Und mit der Marke Chrysal bieten wir dem Endverbraucher sehr viele Fachhandelsprodukte, wie Sie zum Beispiel hier sehen, unsere Verkaufsschlager für die nächste Saison. Ganz neue mediterrane Pflanzen zum Beispiel. Absoluter Trend im Moment. Attraktives Design, sehr hohe Nährstoffqualität. Ganz neu Orchideen gebrauchsfertig. Der erste Dünger dieser Art, der auf dem Markt ist. Sie brauchen einfach nur noch den Dünger direkt an die Pflanze zu geben. Düngung und Gießen wird automatisch in einem erledigt. Man braucht sich keine Gedanken mehr machen, wie viel muss ich düngen, wie viel Wasser muss ich geben. Also wirklich eine absolut super Lösung. Düngestäbchen für Zitruspflanzen mit extra Eisen. Ja. Und natürlich auch unsere attraktiven Preisaktionen, Balkon- und Geraniendünger, Guano-Dünger mit 50% bzw. 20% mehr Inhalt extra. Also man sieht ja in den Gartencentern sieht man ja immer mehr Orchideen und blühende gleich in der Eingangszone, wenn ich bei uns im Gartencenter unterwegs bin. Wie unterscheiden sich diese einzelnen Düngersorten? Ja. Die einzelnen Pflanzen haben natürlich ihre spezifischen Bedürfnisse. Speziell Orchideen zum Beispiel brauchen ein sehr ausgewogenes Nährstoffverhältnis, sind sehr salzempfindlich, sodass man da sehr aufpassen muss mit der Dosierung. Das ist alles hier bei dem Produkt zum Beispiel direkt abgestimmt. Gerade Zitruspflanzen brauchen besonders viel Eisen, dass sich die Früchte gut entwickeln, wir eine gesunde Blattfarbe bekommen. Und jedes Produkt ist eben dann angepasst auf die einzelnen Bedürfnisse der speziellen Pflanzen. Ah, zu 100%. Herr Birkel, Beet und Balkon steht im Mittelpunkt des Verbraucherinteresses. Hat Chrysal, hat die Firma Braun auch Lösungen für das Marktsegment Beet und Balkon? Ja, da möchte ich Ihnen gerne unseren Deluxe 3-Jahreszeiten-Dünger vorstellen. Sie sehen hier eine attraktive Verkaufsverpackung. Das ist ein 100% umhüllter Langzeitdünger. Das bedeutet, der Dünger befindet sich in einer Hülle und wird bedarfsgerecht an die Pflanze abgegeben. Das Ganze richtet sich nach Temperatur und Feuchtigkeit. Sie brauchen es also nur einmal im Frühjahr ausstreuen bzw. direkt reingeben an ihre Pflanzen. Der Dünger macht quasi den Rest für Sie. Je nach Temperatur und Nährstoffbedarf wird der Dünger an die Pflanze abgegeben und das eben über 3 Jahreszeiten bis zum Herbst. Keine Probleme mit Über- oder Unterdosierung. Ihre Pflanzen sind immer optimal versorgt. Sie können nichts mehr falsch machen und erzielen die besten Ergebnisse. Und diese Gebindegröße entspricht hier auch den Marktwünschen. Ich denke, da haben Sie ja auch einiges Know-how drin eingebracht. Ja. So eine Packung reicht für 185 Liter Erde. Das sind circa 6 kleine oder 3 große Pflanzsäcke. Also das reicht für eine gute Balkonbepflanzung oder Kübelbepflanzung im Garten vollkommen aus. Danke, Herr Birkel. Viele Gärtner haben ja seit Jahren im stabilen Marktsegment Gartenteich Spaß gehabt. Bei der Teichanlage haben sich nachher geärgert, wenn die Teiche vergrünten oder Probleme mit sich brachten bei der Wasserqualität. Da haben Sie auch Lösungen. Können Sie die uns vorstellen? Ja, sehr gerne. Besonders der Teich ist ein besonderes Schmuckstück im Garten, was gut gepflegt sein will und natürlich toll aussehen soll. Und gerade wenn der grün ist oder veralgt ist, ist das natürlich besonders ärgerlich. Wir bieten hier ein Komplettsortiment an, was alle Probleme, die mit dem Teich auftreten können, gelöst werden können. Und das Besondere ist, diese Produkte basieren alle auf Mikroorganismen. Also keine Chemie, die wir einsetzen, sondern wir stellen das biologische Gleichgewicht des Teiches wieder her. Es dauert etwas länger, ist aber eine sehr, sehr nachhaltige Lösung. Alle Produkte können miteinander kombiniert werden. Es ist sehr positiv auch für den Fischbesatz und man erhält hinterher wirklich einen glasklaren, sauberen und gesunden Teich. Herr Birkel, Sie stehen ja für das Unternehmen Braun und Sie repräsentieren weitere Marken im Markt, denen wir uns gleich zuwenden werden. Können Sie dazu noch etwas zum Unternehmen und zu Ihrer Sortimentsbedeutung im Markt sagen? Ja, Braun ist wie gesagt seit 50 Jahren als Fachhandelspartner aktiv und wir vertreiben unter anderem noch die Produkte Bayer, Pflanzenschutz, Ceramis und im Handschuhbereich zum Beispiel die Marke Kicks. Sehr schön. Ja,
Können Sie uns ja mal ein praktisches Beispiel zeigen, wie Sie mit Ihren Produkten arbeiten und wie die zum Beispiel, wie Sie eine Orchidee umtopfen oder so, was man dabei beachten muss und die besonderen Dinge erklären? Ja, sehr gerne würde ich Sie aber bitten, dass wir zum Ceramis-Bereich gehen. Ja, wir haben hier diese wunderschöne Phalaenopsis, leider gefangen in einem Substrat, in einem Topf. Sie sehen hier Orchideen, haben hier diese Wurzeln. Normalerweise wachsen Orchideen im Urwald auf Bäumen, also epiphytisch. Sie ernähren sich eigentlich nur von der vorhandenen Luftfeuchtigkeit. Deswegen brauchen wir auch, wenn wir sie im Topf kultivieren wollen, ganz besondere Substrate. Und ja, ich zeige Ihnen, wie man das mit einem Ceramis-Substrat lösen kann. Wir haben hier dieses spezielle Ceramis-Substrat, besteht zu 70% aus Pinienrinde und zu 30% aus einem ganz besonderen Ceramis, was die gleiche Struktur hat wie die Pinienrinde. Wir brauchen also eine sehr feste, offene Struktur, damit die Wurzeln atmen können. Und gleichzeitig wird sehr viel Feuchtigkeit aufgenommen, weil das Schlimmste für die Orchidee sind Staunässe. Und das müssen wir absolut verhindern. Ja, und das geht ganz einfach. Also so kaufen wir die Orchidee im Fachhandel? Genau, so kaufen wir die Orchidee im Fachhandel. Und normalerweise müsste man die Orchidee tauchen oder gießen und abtropfen lassen, was sehr umständlich ist. Und das Ceramis-Granulat bietet uns also die Möglichkeit, auch die Orchidee jetzt in ein wunderschönes Glasgefäß zu pflanzen. Wir haben da den Vorteil, dass die Wurzeln weiterhin Photosynthese betreiben können, was wichtig ist für die Orchidee. Deswegen werden die auch in diesen durchsichtigen Töpfen angeboten, verschwinden dann aber meistens leider in einem Tontopf. Und hier haben wir die Möglichkeit, den Glastopf zu verwenden, das Glasgefäß zu verwenden. Wir hat auch den Vorteil, dass man sehen kann, wie viel Wasser man an die Orchidee gibt. Also Übergießen wird dann in den meisten Fällen ausgeschlossen, was in 95% der Fälle, wenn Orchideen eingehen, das Todesurteil ist. Ja, also im Vorgespräch hatten Sie gesagt, maximal pro Woche ein Schnapsgläschen. Genau, das ist wirklich so. Die kommen mit sehr, sehr wenig Wasser zurecht und oft wird einfach übergossen, weil man das gar nicht glauben kann, dass Orchideen mit so wenig Wasser zurechtkommen. Und es gilt immer, lieber da etwas weniger als zu viel. Einen Trockenschaden sieht man der Orchidee schnell an, kann man sehr gut beheben. Ist aber erstmal zu viel Feuchtigkeit dran, faulen die Wurzeln, die Blüten fallen ab, die Pflanze sieht ungesund aus und ist meistens dann zu spät. Ah ja, so, dann schreiten wir jetzt mal zur Tat. Wir nehmen als erstes die Stäbe raus bei der Orchidee. Orchidee sind eigentlich Hängepflanzen, die nach unten wachsen. Deswegen finden wir diese Orchideen alle an Stäben, sonst würden sie eben wie ein Wasserfall nach unten wachsen. Ganz wichtig auch beim Wechseln der Stäbe darauf achten, hinterher wieder neue zu nehmen. Denn sollten sich irgendwelche Bakterien oder Pilze finden, sind die auch in diesen Stäben vorhanden. Deswegen verwenden wir auch hier Glas- oder Kunststoffstäbe, wo dies nicht passieren kann. So, und jetzt ruhig mutig sein, bisschen am Topf drücken, das macht der Orchidee gar nichts, ist eine sehr robuste Pflanze. Und dann einfach den Topf abziehen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass man sämtliches Granulat entfernt an der Wurzel, damit auch wirklich alles rauskommt. Also wirklich immer alles entfernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Bei dieser Orchidee geht das jetzt sehr, sehr schön, weil sie noch sehr neu ist, frisch gekauft. Sie sehen auch, die Wurzeln sehen toll aus, ja? Sehr gesund, voll. Und ab und zu hat man dann eben solche kleineren Teile hier. Die kann man dann bedenkenlos abmachen. Also alles, was trocken ist und faul. Hier sehen Sie die Seele, nennt man das, der Wurzel. Das ist die eigentliche Versorgung der Orchidee. Das ist gesund. Die Ader, genau. Und Sie nehmen sich einfach eine Gartenschere, die gut sauber sein sollte, ja, und schneiden dann faule oder vertrocknete Teile einfach weg. Es gibt keinen generellen Wurzelschnitt bei Orchideen. Die werden also nicht zurückgeschnitten wie bei den üblichen Pflanzen. Aber solche Teile hier kann man dann eben bedenkenlos entfernen. So, wenn man das gemacht hat, dann nimmt man sich einfach das neue Gefäß, füllt einfach im unteren Bereich ein wenig Ceramis-Granulat ein. Ganz genau, nicht zu viel. Also die Pflanze sollte dann, kann man einmal kurz testen, ob sie gut sitzt. So sieht das, kann ruhig noch ein bisschen weniger sein. Muss man vorher ausprobieren. Man kann das gleich große Gefäß nehmen oder ein wenig größer. Orchideen topft man nur alle 2 bis 3 Jahre um und meistens wieder in ein genauso großes oder nur etwas größeres Gefäß. Orchideen mögen es lieber etwas enger. Wenn man das passende Gefäß gefunden hat, setzt man die Orchidee einfach rein. Die Wurzeln haben meistens eine Wuchsrichtung. Die muss man dann auch wieder finden. Setzt sie einfach ein. Diese Luftwurzeln hier können in das Glas mit rein, können aber auch draußen bleiben. Das ist ganz nach persönlichem Geschmack. Ja, und dann füllt man einfach vorsichtig auf, dreht die Orchidee ein wenig und füllt dann den Topf
langsam mit dem Ceramis Orchideengranulat. Ganz wichtig ist, dass man ab und zu das mal so einstampft, damit sich das überall in die Zwischenräume setzt, weil die Orchidee kein großes Eigengewicht hat und sie soll hinterher halten. Das ist ganz wichtig, dass sie sich nicht da wieder rausbewegt. So, und das geht auch relativ schnell, dann ist die Orchidee wieder drin. Ganz wichtig ist hinterher dann wieder die Stäbe zu nehmen, dementsprechend einzusetzen, mit den Klipsen das Ganze wieder zu befestigen. Ja, und ruckzuck hat man die Orchidee umgetopft. Das ist wirklich nicht schwer. Geht mit dem Ceramis-Granulat sehr einfach. Und wir haben jetzt hier eine wunderschöne Orchidee in einem Glasgefäß, sehr dekorativ. Wir können sofort sehen, wenn wir gießen, wie viel Wasser wir genommen haben. Zu empfehlen ist auch ein Spray. Man sprüht einfach die Blätter kurz ein. Bitte nur die Blätter, nicht die Blüten. Orchideen mögen das besonders gerne, auch die Luftwurzeln. Weil wir auch speziell im Winter, wo die Hauptblütezeit auch der Orchideen ist, sehr trockene Räume haben durch die Heizungsluft. Am liebsten einmal am Tag, man bekommt wunderschöne, tiefgrüne, gesunde Blätter. Vielen Dank, Herr Birkel. Sie haben gezeigt, wie man mit Ihren Produkten ein Problem löst. Respekt zum Umtopfen. Wir wünschen der Pflanze ein weiteres gutes Gedeihen auf Ceramis und Ihnen eine gute Saison 2011. Vielen Dank, Herr Birkel. Vielen Dank. Ich bedanke mich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen das natürlich auch. Also auch ich bin total begeistert, wie einfach diese Geschichte ist. Man kauft ja sonst so eine Pflanze, stellt die auf die Fensterbank und nach einigen Monaten geht sie in den Müll, weil sie nicht richtig gepflegt wird. Und ich habe jetzt wirklich etwas sehr Interessantes gelernt. Und wenn Sie das nächste Mal kommen, dann können Sie die Orchideen bei uns in der Qualität sehen, die wir am Blumenfenster in unserem eigenen Haus haben. Ja, das freut mich sehr, weil die Orchidee ist eine Wegwerfpflanze schon fast geworden, wo sie viel, viel zu schade für ist. Und man sieht, was man aus einer Pflanze alles machen kann. Man hat jahrelang Freude daran. Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg. Danke. Für die Firma Braun und für Sie persönlich ganz besonders. Und viel Erfolg auch auf dieser Messe. Ja, danke schön. Herr Dr. Müller van Issen, meinen allerherzlichsten Dank. Das war ein toller Tag. Ich freue mich, dass wir so viele interessante Produkte und Firmen gesehen haben. Und bitte bestellen Sie Ihrer Frau herzliche Grüße und ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ich Ihnen den grünen Markt in all seinen Facetten wieder nahebringen konnte. Ihnen einen guten Heimweg. Dankeschön.